Dritter, Pirine. Das Turnier ist fast zu Ende. Nur noch einmal aufraffen und zwei weitere Tage durchhalten. Im Verlauf des Tages ist Jalan doch recht bald aus dem Wagenrennen ausgeschieden und kam dann zu euch. Während ihr von Ingrim gefälligen Handwerkern frisiert worden seid und euch dann erneut aufgemacht habt, um das Finale der leichten Waffen zu begutachten, hat Rafim sich aufgemacht, um die Sicherheit in den Thermen zu gewährleisten. Dort steht er nun, umgeben von 10 hünenhaften Kriegern. Einer von ihnen hat sich wohl im Laufe des vergangenen Abends als Anführer und Sprecher herauskristallisiert. Ein imposanter Krieger, den du wohl gerne bei der Basaltforst wüsstest. Sein Oberkörper weist zahlreiche Narben und Verhärtung auf. Er wurde wohl oft ausgepeitscht. Sein weißer Wappenrock ohne jegliche Zier mutet, ja, der braun gebrannte Mittelreicher mit seinem Auftreten doch sehr tulamidisch an, möchtest du meinen. Alle nennen ihn nur Al-Ankra al-Rashid, der Löwe. Seinen echten Namen kennst du nicht. Am beeindruckendsten mit seinem Gesicht, ja, es ist doch sehr unansehnlich, möchtest du meinen. Er hat einen gebrochenen Kiefer, einen gebrochenen Unterkiefer. Man murmelt wohl, dass er ein Oger, eine Ogerkeule gegen seinen Kopf bekommen hat und dabei dann der Unterkiefer zersplitterte. Ja, Rafim lächelt wie ein Kleinkind. So viele Chorgeweihte auf einem Haufen. Ich hatte mir auch noch Ömer geschnappt, wenn ich mich nicht falsch erinnere, glaube ich. Den habe ich noch mitgenommen. Wenn du möchtest, ja. Der geht unter den 10 Kriegern komplett unter. Du kannst dann aber auch sehen, wie sich die Masse so ein bisschen teilt und dann auch Albrax, Gosho, Agam in die Menge hereinstiefelt. Als wäre das seine Therme. Steht denn jetzt irgendwo gerade im Parkgelände das eiserne doppelflügelige Tür wurde euch geöffnet, auch ein paar Bedienstete, die hier schon herumhuschen, die dann zu den Thermen gehören und so steht ihr jetzt gerade in diesem großen Park. Ich gehe erst, schau mir die Männer erstmal an. So, schön, dass ihr alle hier seid. Wer von euch hat schon mal sowas gemacht? Schon mal jemand im Sicherheitsbereich was gemacht? Wir alle. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte es mir einmal genau angucken von überall und dann wollte ich mal besprechen, wie wir einteilen. Je nachdem, wo wir die Männer verteilen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal mit den Männern zusammengearbeitet? Kennt ihr jemand? Mit wem? Den anderen Söldnern? Nein. Ja. Okay, gut, scheiße. Egal, wird auch so klappen. Die sollen dann in 2 Stunden hier auftauchen, richtig? Schau mal die Chorgeweihtin an, die ihr angeheuert hat. Si, Senor. Sie werden im Laufe der Zeit hier kommen und sich dann so aufstellen, wie wir sie gerne hier hätten. Gut, gut. Ich würde die nämlich noch einmal alle durchs Bad jagen hier. Nicht, dass die feinen Herren irgendwas zu meckern haben, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will mir die Feier nämlich von denen nicht versauen lassen. Der Herr Zwergenkönig, der hilft uns auch. Ihr müsst lachen, wenn der Zwergenkönig einen Witz macht. Ich wollte das nur eben klargestellt haben. Dann würde ich sagen, beginnen wir unseren Rundgang. Ömer, komm mal her. Ömer hier, den besten Bogenschützen, den ich finden konnte. Da gibt es noch ein paar Tipps. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch mit Fernkampfwaffen kämpft. Vermutlich nicht. Hallo? Ich wollte nur sagen, ich halte nach den Plätzen Ausschau, die gut für Attentäter geeignet sind und dass dort eben mindestens 1-2 Leute stehen, damit die Plätze besetzt sind. Rechnen wir mit einem Krieg oder warum haben wir 200 Söldner hier nach und nach versammeln lassen? Es ist immer besser, der bessere Vorbereitete zu sein. Außerdem sind hier verdammt viele Hochadlige. Wenn hier irgendeine Scheiße abläuft, will ich mehr Männer haben als der andere. Ich habe schon draußen gesehen, dass sich da ein paar Kutscher geschlagen haben. Sollen wir sowas auch managen? Was für Kutscher? Ein paar Droschken, die da rumstanden. Mir doch scheißegal, ob da Droschken rumstehen. Gut, nicht unser Ding. Rafim, wir müssen uns um die Droschken kümmern. Da sind doch diese komischen Verträge, die Abel mir da gemacht hat. Ach so. Ja. Das besprechen wir später. Das muss ich nochmal mit dem Magier absprechen. Ich weiß nicht. Oder weißt du das noch genau? Ich habe keine Ahnung, woran wir die eine Droschke von der anderen unterscheiden können, die hier sein darf oder die wir vertreiben sollen. Weiß nicht, immer zuckt mit den Schultern. Ja gut, ich auch nicht. Ja, wird schon irgendwie klappen. Das sprechen wir später, das machen wir aber mit den Männern dann direkt vor Ort.
Habt ihr euch das Gelände schon mal angesehen? War hier schon mal jemand? Vermutlich nicht, ne? Nein. Na gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mal unseren Rundgang. Ja, und dann würde ich jetzt einmal die kompletten Thermen von außen und von innen besichtigen wollen mit diesen gesamten Männern und mir dabei Notizen machen. Naja, vermutlich keine Notizen, sondern alles anmerken, was mir auffällt. Wo müssten Männer platziert werden? Wo muss ich einen guten Überblick schaffen? Wo ist überhaupt der Partyraum? Ja, ich kann euch schon mal die Kaiser Bardo-Thermen von innen zeigen. Steuerung F. Wir haben hier unten den Eingang. Das Ding ist nicht genordet. Achtung, hier oben ist unser Nordpfeil. Aber es ist geeicht. Hier unten kommen wir rein und dann haben wir hier einmal die Eingänge und da einmal die Eingänge. Man könnte dann natürlich auch noch hier irgendwo an so einem Glaswand, könnte man dann da sicherlich auch noch irgendwo einen Eingang finden, wo es dann zu den Frigidarien geht, dem Kaltwasserbad, aber ansonsten würde man hier dann zu den Umkleiden gelangen, zu duschen, wenn man sich da dann irgendwo, naja, noch frisch machen möchte, bevor man dann in das restliche Bad dann geht. Man kann hier seine Sachen ablegen, wie gesagt, jeweils getrennt dann nach männlich und weiblich. Und hier im Inneren hat man dann so ein bisschen umgebaut, hat ein paar Holzplatten, ein paar Holzdielen ausgelegt, sodass dann die eigentlichen Zugänge für Wasser dann verdeckt worden sind, dass man da dann auch tanzen kann. Auch dann im hinteren Teil, das Kaldarium, das Warmwasserbad, hat man eben auch zugedeckt mit Holzplatten. Da ist es aber auch sehr angenehm warm. Ihr könnt auch bemerken, wenn ihr dann hier herumgeht, dass die Wände, die Steinwände wohl beheizt sind. Der zuständige Baumeister hat euch wohl erklärt, dass die Wände hohl sind und im Keller gibt es dann Feuerstellen, die dann dafür sorgen, dass dann warmes Wasser verdunstet und auf der Außenseite an den Wänden dann nach oben steigt, sodass dann hier alles sehr, sehr warm ist. Ansonsten, wenn ihr irgendwas sucht, ihr könnt jeden einzelnen Raum anklicken und euch ansehen, was der für einen Nutzen hat. Also so etwas wie ein Behandlungsraum, eine Bibliothek, ein Lesesaal, also ein Vortragssaal, und die könnt ihr natürlich alle benutzen. Habe ich genug Mann, um die Schulter an Schulter, um das gesamte Gebäude zu stellen? Schulter an Schulter? Nein, das wirst du hier wohl nicht schaffen. Du kannst hier oben mal ansehen auf dem Park. Du hast hier 30 Meter, das ist auch geeicht. Mhm. Und bei 200 Mann, so ungefähr Schulterbreite, kannst du mal ganz grob 2 Meter annehmen, wenn die in Rüstung stehen. Also das wirst du wohl nicht schaffen. Aber vermute ich, dass die ungefähr so 2 Meter ein Mann, alle 2 Meter ein Mann, könnte ich wohl hinstellen. Ja, das geht, aber es wird natürlich nicht nur die Therme benutzt, sondern vor allem hat du auch bei Keras und bei Abelmir gehört, dass die auch draußen dann noch einige Sachen machen wollen. Vor allem dann hier draußen, da wo dann der Park, wenn es nicht regnet, dann könnte man da auch außerhalb der Zelte ein bisschen feiern, im Rasen, im Gras. Und da ist wohl auch noch sowas wie eine Bühne aufgebaut, wo dann später die Orks oder so angreifen sollen. Genau, das habe ich zugehört. Gehört dieses Gebäude mit dazu? Also ist das hier alles die Therme? Genau, kann ich mir das so genau. Das sind zwei Thermen von identischem Grundriss. Mhm. Das ist dann die Bardo-Therme und hier haben wir die Cella-Therme. Okay, also hier ist allerdings dieses Gelände. Genau, das ist das ganze Gelände und hier wird wohl wenig stattfinden. Der Bau ist sehr düster, sehr trist, schwarze Steine, man murmelt auch irgendwas von verflucht oder so. Gut, das hat man über die Bardo-Thermen auch gesagt, aber was weißt du schon, du kommst immer nicht aus Garad. Keine Ahnung, warum die Magier sich dazu entschieden haben, so ein verfluchtes Gebäude zu besetzen. Also normalerweise hier irgendwo würdest du reinkommen oder hier oder hier oder hier oder hier. Also du bräuchtest überall in den Eingängen, müsstest du dann, also du kannst es auch absperren, aber du musst eben dafür sorgen, dass dann hier niemand über die Mauer klettert oder dass hier niemand über dieses abgeschlossene Tor geht. Das heißt, da stellst du dann immer so 2 oder 3 Leute hin. Du hast, wie gesagt, 200 und noch ein paar Chorgeweihte. Und wenn du dann irgendwo 4 Leute hier hinstellst und dann nochmal 4 Leute hier, dann hast du noch ein paar Leute, die dann hier stehen können. Oder dann vielleicht noch ein paar Leute, die irgendwo patrouillieren. Das müsstest du dir eben überlegen. Das ist jetzt deine Aufgabe. Ja gut, wenn das so viel Gelände ist, dann spreche ich mich erstmal mit Ömer, wie viel Mann er braucht für die äußeren Gebäude. Also was meinst du mit äußeren Gebäude? Wir können ja maximal die Straße mit Leuten pflastern und selbst dann könnte die Stadtwache uns Probleme machen, und wenn wir auf die anderen Gebäude zugreifen wollen, darauf stehen oder so,
Dann hätten wir es mit den Besitzern lange vorher absprechen müssen, denn ich glaube, viele Leute sind nicht einverstanden, dass wir irgendwelche Söldner auf ihr Dach stellen. So wie ich mir gerade das Gelände anschaue, stelle ich auch fest, dass wir die Leute nur auf unser Gelände stellen sollten. Also glaubst du, wie hoch sind denn diese Mauern? Kann man darüber klettern? Also schauen wir doch mal. Ich gehe mal zu dieser Mauer hin, wie hoch ist die? Also, einmal kurz die Ausmaße und den Zugang. Wir haben hier etwa 2 Hektar. Ein Thermenpark, der 120 mal 200 Schritt misst und umgeben wird von einer Mauer. Sie ist 2,5 Schritt groß. Ömer kommt da wohl drüber. Das sollte ihn nicht so sehr viele Probleme erfordern. Du kannst da fast drüber gucken, wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst und dich dann rüberhieven. An den Gittertoren, an den 12 Parkeingängen, die könnt ihr natürlich verschließen. Die Schlüssel bekommt ihr, beziehungsweise du als Sicherheitsbeauftragter. Einen zweiten Schlüsselbund bekommt dann vielleicht auch nochmal Ömer in die Hand gedrückt. Zumindest für die äußeren Tore. Ansonsten dürftet ihr benutzen das Tor, wodurch ihr eben gekommen seid. Das ist genau das in der Mitte. Ömer kann mit Füchsisch... Achso, ich glaube, du kannst das auch, ne? Rafim? Ja. 5, glaube ich. Auf der Außenmauer gibt es ein paar Zinken. Und die deuten auf Eingang durch Mauerlücke hin. Vor allem im Süden bei der Cellatherme und sicherer Unterschlupf. Auch Cellatherme. Unterschlupf, das sollten wir uns mal anschauen. Nicht, dass da jetzt noch welche hocken. Viele Verstecke in den Büschen, in den Pavillons und im Elfenturm. Scheiße, hier sind irgendwo noch welche. Ja. Kannst du deren Spuren folgen? Weißt du, hast du Ahnung von sowas? Nur ein bisschen. Also ich kann nicht mehr umschauen, genauso wie du auch. Und wir sind ja jetzt gerade mit 10 Gewalt unterwegs. Machen wir einfach mal den Patrouillengang durch die Cellatherme, würde ich ja glatt behaupten, um zu gucken, dass wir alles, was da drin ist, was da nicht reingehört, packen und dann gleich rausschmeißen. Und dass wir das Loch dicht machen. Das klingt also im Sinne von, dass da ein paar Söldner vorstellen, dass da keiner durchkommen kann. Ja, denke ich auch. Ja, dann ist jetzt erstmal unser Plan, A, erstmal Loch finden und dann B, vom Loch aus versuchen, die Leute zu finden, die hier sowieso noch rumgammeln. Ja, wie gesagt, der ungefähr 80 mal 60 Schritt messende Bau besteht dann aus den 4 Trakten, ähnlich wie die Bardotherm, und aus in einem dunklen Marmor gefertigt, wuchtige Säulen, pompöse Statuen, glatt schmucklose Flächen, die dann im Perwal-Stil erbaut worden sind. Nicht nur monumental, sondern auch bedrückend, also wirklich Angst einflößend, möchte man so meinen. Ihr wisst nicht genau, warum Bardo und Scheller sich dann dazu entschieden haben, aber es wirkt nicht wirklich einladend. Eure Bardo-Thermen wurden wohl mit Stoffen angehangen, sodass man da dann so ein bisschen versucht, freundlicheres Klima zu erzeugen. Es gelingt aber auch nicht ganz. Ja, in den Bardo-Thermen hattet ihr ja auch euch einmal umgesehen und ich würde das einfach mal lösen, indem ihr mir eine Probe auf Füchsisch würfelt und eine Probe auf sich verstecken. Können wir mal gucken. Verstecken, oh. Meine Haupttalente. Was soll sich verstecken? Ja. Genau. Ist dann eher sowas wie eine Theorieprobe, weil ihr wollt euch nicht selber verstecken, sondern ihr wollt vor allem die anderen dann finden. Und Ömer kann dann, würfel mal 1W20. 19. Dann nach und nach 19 Leute heraustreiben, die sich da dann in verschiedensten Stellen unter die Bänke gedrückt haben, die dann natürlich leer stehen. Ihr könnt ja auch Fäkalienreste sehen, also macht auch auf alle Fälle Sinn, dass ihr dann nicht die genommen habt, sondern naja, die etwas aufgeräumteren. Die Cellatherme wird wohl wirklich nicht so oft benutzt. Ja, oder irgendwelchen Sperrmüllresten, die dann da irgendwo liegen, angeschissene Bettlaken, irgendwelche gelben Pfützen, die dann kein Wasser beinhalten. Also Ömer kann nach und nach 19 Leute heraustreiben. Was wollt ihr mit denen machen? Stadtwache übergeben, oder? Ach, rausschmeißen, oder, Rafim? Was soll man damit denn machen? Die schmeißen die raus. Ist mir doch egal, was du... Ich guck die einmal an, sag denen, heute kommt ihr nicht mehr wieder. Ob ihr dann nochmal wiederkommt, ist mir scheißegal. So, auf Wiedersehen.
Übergib die nicht an die Stadtwachen. Das sind vermutlich alles irgendwelche armen Bettler, richtig? Ja, na klar. Ja, dann sind die mal verbissen und dann wird ja schnell das Loch gesucht, dass wir da sozusagen hier keine Streuner wieder auf dem Gelände haben, sobald wir nämlich links am Tor rauslassen, dass sie dann wieder unten rum marschieren und durchs Loch wieder rein. Ja, gib mir nochmal eine Baukunstprobe. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Löcher, die nicht mal die Penner gefunden haben. Na, auch ein wichtiges Talent, Baukunst. Ja, natürlich. Doffin hat keine das Ahnung ist mein, von Baukunst. Das ist mein Glück, das nachzuwürfen kommt. Ja, hattest du dieses heute schon Glück geworfen? Ich weiß es nicht. Nee, ich musste, glaube ich, diese Runde noch gar nichts würfeln an diesem Tag. Ich glaube nicht, nee. Gab ja bisher nur die Friseurszene. Ja, dann findest du auch noch 1W20 Löcher. 1W20 Löcher, nur 5 Stück sind es. Die kannst du dann im Laufe der Zeit, während die leichten Waffen im Finale sind, kannst du den dann ausbessern. Setz dich dann dahin, bekommst dann Mörtel, bekommst dann ein paar Steine. Nee, ganz im Gegenteil, da werden gleich einfach irgendwie 3 Söldner vorgestellt. Raffin, wir müssen da Söldner vorstellen. Das zuzumauern, das ist nicht mein Job und auch nicht deiner. Wir stellen da jeweils 3 Söldner vor, jeder Loch und dann hat sich das. Natürlich, ich mauere hier doch nichts. Dann kriegen die die Erlaubnis zu machen, was sie wollen. Hauptsache keiner kommt durch ein Loch rein oder raus jetzt hier, der nicht dahin gehört, zur hohen Gesellschaft, wenn die da durch ein Loch unbedingt raus wollen. Albrax krempelt sich gerade mal die Ärmel nach oben. So, Kinder, ich mach das mal. Lass denn? Dich nicht aufhalten. Zumauern. Ach, ihr könnt das. Klar. Glaubst du, ich guck mir jetzt die leichten Waffen an, interessiert mich doch nicht. Ich habe seit 200 Jahren lang gekämpft und ob das jetzt das ein oder andere Turnier verpasse, interessiert mich nicht. Lass sie nicht aufhalten. Ja, lässt sich dann, dauert ungefähr 10 Minuten, dann bekommt er dann so einen großen Kessel mit Mörtel gestellt, mit irgendwelchen Steinen und mauert dann nach und nach die 5 Löcher zu, die Ömer dir gezeigt hat. Ja, ich schüttel kurz den Kopf, Zwerge, aber gut. Immer schon Eudorafieber und sagt, wir sollten weitergehen und will jetzt nichts weiter dazu sagen an Ort und Stelle, wo der Hochkönig es anfängt zu mörteln. Ja, richtig. Ja. Ich, keine Ahnung, was willst du denn für eine Probe für die Sicherheit? Kriegskunst, Planung, sowas? Finde ich gut. Kriegskunst, hast du da irgendeine Talentspezialisierung, die du mir anbietest? Ich kann, warte, lass mich nicht anlügen. Habe Krieg. Naja, ich habe Seegefechte, das wird hier wenig helfen. Nee, das bringt gar nichts. Helfen mir denn die Chorgeweihten? Ich meine, Kriegskunst sollten die eigentlich können. Ja, aber pass auf, der Kriegskunst ist ja jetzt hier nicht der Lieblingszweig der Chorkirche und Charisma ist auch nicht das Beste. Also ich würde mich da eher auf deine Skills verlassen, weil den kannst du die Chorgeweihten. Du, jetzt siehst du gleich meine Skills und dann denkst du dir, hoffentlich können die Chorgeweihten was. Ach, das machst du, du bist super. Nice. Siehst du? Richtig gut. Ja, okay, also kleine Grüppchen und dann viele kleine Grüppchen irgendwo hinstellen, kannst dann noch irgendwie so, ja, wie gesagt, du hast 200 Leute, das ist echt viel, aber du kriegst auf alle Fälle dann die Mauern abgedichtet, die 12 Eingänge und das wird schon irgendwie klappen, klar. Also dann ist mein Plan, während dieser Zeit nachher rauszufinden, welche von den 3 Chorgewalten mir persönlich charakterlich am besten gefallen und die in eine Einheit einzuteilen, die hauptsächlich dazu da ist, mich zu unterhalten und mit mir zu saufen. Okay. ja, dann wird es wahrscheinlich Koreaner sein, der Al-Ankra, der Löwe. Wie gesagt, ist ein Mittelreicher, ist aber braun gebrannt wie ein Tudamide. Und noch ein weiterer mit dem Namen Gonzo. Kommt wohl aus Romulus und ist der durchschnittliche Chorgeweihte. Ja, ich sehe erstmal sehr zufrieden aus. Sehen die Chorgeweihten, obwohl die Chorgeweihten können scheiße aussehen, da werden die nicht meckern. Dann würde ich nur noch auf die Söldner warten und die einmal da alle durchs Bad jagen. Oder ja, wenn die das nicht zulassen, dann die durch einen anderen Bad jagen. 200 Söldner durchs Bad jagst, dann musst du aber noch eine Putzkolonne anholen. Würfel mal Hauswirtschaft. Es geht eher dann darum, dass du das verwaltest, dass du die ordentlich da rausscheuchst. Ja, sonst werden sie sich da irgendwann, nicht. Die werden sich dann sonst irgendwann, wenn du es nicht mitbekommst, hast du nicht? Ja, eine Würfel eine eigentlich soll ich ableiten das machen für dich und soll ich dich dabei unterstützen? Ja, gerne. Also, kann ich ihm da vielleicht einmal sagen, was er jetzt sagen soll als nächstes? Das untergräbt natürlich so ein bisschen seine. Ömer, naja, du siehst auf alle Fälle die einen oder anderen Söldner, na gut, das füllt sich dann bei der Männerkabine, dann wird dann irgendwann die Apoduiterien der Frauen werden dann benutzt, wo sie sich dann irgendwo nach und nach ausziehen, irgendwelche Sachen liegen lassen, dann beginnt noch eine Handtuchschlacht und ja. Die Männer haben da Spaß. Sie haben irgendwie eine leere Therme, die nur für sie irgendwie arrangiert worden ist. Dass es dann heute Abend noch irgendwie eine Feier gibt, das scheint die gerade nicht so wirklich zu interessieren und die lassen sich da gerade ordentlich Zeit und ja,
lassen irgendwelche Gegenstände liegen. Wenn du da nicht hinterherräumst mit einer Hauswirtschaftsprobe, dann gehen vielleicht auch ein paar Sachen kaputt, ein paar Vasen, die dann bei einer Handtuchschlacht kaputt gemacht werden. Das müssen die natürlich alles bezahlen, aber erstmal ist es kaputt. Gut, er will nicht würfeln. Nein, er schafft das schon. Also man schaut da Raffin zu. Ja, aber was soll ich denn ableiten? Ja, dann würfel mal. Wie gesagt, es ist nicht deine Fingerfertigkeitsprobe, sondern es ist eher eine abgeleitete Klugheitsprobe. Okay, also wie viel ist die dann erschwert? Plus 7. Ja, Raffin. Ja, nein. Wir teilen sie in 50er-Gruppen und dann los. Genauso funktioniert, wir teilen ihn in 50er-Gruppen. Oh Gott, Abelmir. Wenn du dann später antriffst, wirst du sehen, dass die Bardo und Cella-Therme, vor allem die Bardo-Therme eben, aussieht wie ein Saustall. Aber es ist sicher. Aber es ist sicher. Gut, ja. Derweil geht das Finale mit Dom, Gendahar von Streitzig und Kiaras zu Ende. Kiaras, erzähl doch mal bitte, wie ihr gekämpft habt. Ja, der Kampf war eine eher unangenehme Angelegenheit. Es ging nur kurz. Der Fenrich war heute wohl nicht in guter Verfassung, denn schon nach wenigen Runden geschieht ihm ein fataler Fehler und kurz darauf wirft er das Handtuch. Er sieht ein, dies war nicht sein Tag, Raya war nicht auf seiner Seite. Ja, die Waffen wurden dir allesamt nach und nach aus der Hand gerissen, bis du dann irgendwann in seine Arme gestolpert bist und du aufgegeben hast. Ja, damit tretet ihr wieder aus dem Ring. Du kannst aus der einen Seite heraustreten. Nach ein paar Schulterklopfern wird Dom Gendahar sich zu den anderen Doms stellen, also Dom Eslam und ein paar andere Grafen aus Almada. So endet das nun. Ich hatte mir mehr erhofft, aber nun. Ja, ich klopfe dem Kiaras aufmunternd auf die Schulter und sage, ist ein unangenehmer Gegner. Man merkt schon, wie er sich spezialisiert hat. Ihr habt euch gut geschlagen. Vortrefflich, vortrefflich. Glückwunsch. Danke. Dieses Entwaffen ist wahrlich eine gefährliche Angelegenheit, vor allem in solchen Duellen. Nun, darauf bin ich wohl nicht so ganz ausgelegt. Vielleicht brauche ich noch ein wenig Training. Ihr habt zweifellos andere Qualitäten. Außerdem, in einem richtigen Kampf läuft das dann doch noch anders ab. Ja, das tut es in der Tat. Und unsere Feinde sind nicht dafür bekannt, fair zu kämpfen. Sehr richtig. Ach, dennoch ein wenig frustrierend. Nun, das beweist nur wieder, dass zu viel Selbstvertrauen, zu viel Arroganz nichts Positives ist. Ich muss noch viel lernen. Wir sollten uns vermutlich langsam fertig machen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Ja. Warte ich nicht. Unser werter Rittersmann ist vermutlich noch in seinem Wagenrennen. Nun, wir sollten keine Zeit verlieren. Es ist viel zu planen und die Zeit rennt uns davon. Ja, Jalan war ja natürlich auch schon wieder kurz anwesend. Das ist ihn aus dem Blick verloren. Zumindest hatte er kurz wohl auf dich gewettet. Ihr hattet ja noch im Vorfeld Zungenküsse ausgetauscht. Zumindest ist er dann irgendwann verschwunden. Du weißt nicht genau, wohin er gegangen ist, aber ja, ihr seid jetzt zumindest erstmal alleine. Ein bisschen durchgeschwitzt, auch durchgeregnet, weil es immer noch weiter regnet. Aber klar, wenn man sich jetzt noch weiter wieder fertig machen muss, die Kleider anziehen muss, die Anzüge, die euch die Schneider bereitgelegt haben, da könntet ihr dann natürlich auch im Vorfeld antreffen. Ja, und so könnt ihr euch umziehen und dann bei den Thermen auflaufen, wenn ihr wollt. Wäre jetzt so der Plan. Natürlich standesgemäß mit einer Droschke vorfahren. Wir laufen nicht durch Gareth. Ja, und kommen dann irgendwann halt vor den Toren der Therme an.
Ja, es ist jetzt so ungefähr 16:30, 17 Uhr. Wann sollte die hohe Gesellschaft eintreffen? Um 18 Uhr meines Wissens nach. Nicht mehr viel Zeit. Ja, ihr könnt auf alle Fälle sehen, Rafim hat seine Aufgabe wohl ziemlich gut gemacht. Ihr könnt, ja, hat er vielleicht doch keine 200 Leute bekommen. Zumindest irgendwas gesagt hatte er, vielleicht kann er auch nicht zählen. Ihr könnt auf den ersten Blick, wenn ihr dann so eintrefft, zwei, drei Korgeweihte erkennen, die dann an den Eingängen stehen und die absichern. Und so grob Einbanner-Söldner, also 50 Leute, die dann hier stehen, patrouillieren, noch ein bisschen nasse Haare haben. Die werden natürlich auch nicht trocknen bei der kalten und sehr feuchten Luft. Wie gesagt, teilweise regnet es, teilweise nieselt es ein bisschen. Ja, aber da wird Rafim wohl richtig guten Job gemacht haben. Geht dann, nachdem ihr euch so ein bisschen ausgewiesen habt, mit der Kutsche vorgefahren seid und dann auch durchgelassen werdet von einem der Chorgeweihten, könnt ihr wohl hören, dass in den Bardo-Thermen schon ordentlich Betrieb ist. Sind die Gäste vielleicht schon da? Klingt aber nicht nach Musik, sondern eher nach Kampf. Ich gehe natürlich stehenden Fußes in diese Therme hinein, um nach diesem Ursprung dieses Tumults zu fahnden. Ja, die Luft steht so ein bisschen, das ist alles ein bisschen neblig, du kannst gar nicht wirklich sehen. Du kannst gerne mal eine Gewandtheitsprobe machen, sonst rutschst du auf einem nassen Handtuch aus, was irgendwo unter dir liegt. Ja, du kannst noch dich kurz abfangen. Isarun hat dich kurz gehalten und dann trittst du mit deinem zweiten Fuß auf eine nasse Seife, die da liegt, und dann fällst du vollends hin. Oh, Verdammt! Kollege, was macht ihr da? Gib mir mal ein wie drei Schadenspunkte. Landest schön auf dem Steiß. Das ist ein W4. Einfach ein W6 würfeln und dann halbieren. Volle Punktzahl. Was ist hier los? Aber hier, da seid ihr. Was ist das jetzt mit diesen Droschen? Was ist das hier? Was ist das hier? Bardo und Schillertherm? Komm, nehmt erstmal meine Hand. Ich helfe euch hoch. Rafim, bist du Die gerade nackt, Tellertherme sollten wir oder? aber dafür sollten wir sorgen, dass da keine Leute reinkommen. Die Tellertherme stinken fürchterlich, nachdem wir die ganzen Penner da rausgeworfen haben. Rafim, bist du gerade nackt oder wie läufst du gerade rum? Hast du auch geduscht? Nö, ich war ja schon sauber. Okay, gut. Ich Was? organisiere mit Was weiten Handbewegungen. geht Ja! Ja! hier vor? Ja, ihr wolltet, dass die Söldner sauber sind. Und deswegen sieht diese Therme aus wie nach einem Kriegszug? Was habt ihr denn gedacht, wenn sie 200 Leute waschen? Ach, Rafim, wir erwarten in einer halben Stunde Gäste. Und hier sieht es aus, als hier ist nichts vorbereitet. Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe gewesen, das hier vorzubereiten. Wo sind eure Leute da draußen? Sie sollen hier nicht Wein trinken, sondern sollen diese Thermen bewachen. Die trinken ja auch keinen Wein. Die ziehen sich gerade wieder an. Wenn ihr dann live dabei sein wollt, könnt ihr da hinten in die Umkleide gehen. Ich erwarte, dass in einer halben Stunde diese Thermen blitzeblank sind. Vorsicht, Bombe! Platsch! Wo kriegen wir denn die ganzen Sklaven dafür her? Nehmt eure verdammten Söldner, sie sollen ihren Dreck selber wegräumen. Okay, ich gebe das so weiter, aber ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Söldner habt aufräumen sehen, aber ich noch nicht. Aber ich gebe das so weiter. Ihr werdet dafür sorgen, dass diese Therme blitzeblank ist. Ja, kannst durch den Nebel sehen, wie wohl eine Chorgeweihte, ziemlich hübsch, ziemlich durchtrainiert, auch wenn sie sehr vernarbt ist, an dir vorbeigeht. Natürlich fällt auch auf, dass ihr Finger abgeschnitten ist. Aber ja. Koriana Ranfortes läuft die gerade nackt durch die Gänge und sucht ihre Rüstungsteile, damit sie sich wieder anziehen kann. Und merkst, Rafim ist kurz abgelenkt. Hä? Und sorgt Was, arme dafür, dass Mia? alle angezogen sind. Ich finde das gar nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, was. Wir erwarten hohe Gäste. So können wir echt nicht Richtig, richtig. auftreten hier. Entschuldigung. Ja, richtig. Hohe Gäste. Ich brülle einfach durch den gesamten Gang. Anziehen! Und was soll man? Angetreten auf dem oberen Flur in Linie. Ja, richtig. Ich treibe die mal alle zusammen. Brülle durch den gesamten Laden. Also, aber mir. Entweder ihr zaubert hier was sauber. Oder, naja, ich weiß nicht, wie ihr es sonst machen wollt, aber.
sorgt dafür, dass hier wieder Ordnung herrscht.